Ja, was machen wir denn jetzt? Hier haben wir, waren wir. Alter! Gehst du weg! Ups, das war nicht so gut. Der olle Klopper hier. Mann, verdammt! Ich hab ihn nicht gewischt! Ich hab ihn nicht erwischt! Die Drecksnase. Und er hat uns erwischt. Es sei denn, ich kann ganz schnell noch Start drücken. Und dann kann ich noch schnell ein Hilfsmittel nehmen. Ah, das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Friss das, du Hund! Das nervt, das nervt. Ich muss sagen, dass das sehr, sehr nervt. Weil ich krieg immer nur seine scheiß Hand drauf. Doch, ich mach Fotos von dir. Kannst deine Hand so ausstrecken, wie du möchtest. Penner. Da gehen wir auch noch hin, keine Angst. Das hier macht mir Sorgen. Dieser unheimliche dunkle Fleck. Oh Mann, unser Film sieht echt mies aus. Also, was wir noch übrig haben. Ja, jetzt kommen wir. Hier hin. Man. Aber viel haben wir jetzt nicht darum. Schaden bei ihm gemacht. Doppel? Yes! Combo. Sehr nice. Ich hau mal ein bisschen weiter ab. Nimm mal ein bisschen bessere. Wow. Mist. Wir machen leider nicht so krassen Schaden bei ihm. Ey, wir sind schon wieder halb tot. Das ist so scheiße. Da geht sie weg, die ganze gute Medizin. Take this, young man. Das ist jetzt Nummer 2. Wir müssen tatsächlich, glaube ich, ein 4-mal besiegen wahrscheinlich. Der Geist hinterließ ein altes Buch. Buch Moira 4. Moria, oder keine Ahnung. Der Spaltschrein zwingt die Priesterin auf ewig umherzustreifen. Spieße halten ihre Glieder fest.
während für ihre Ruhe gebetet wird. Streift die Priesterin umher, wird der Schrein des Schlafes errichtet und für ihren Schlaf gebetet. Der Schrein des Schlafes ist im Traum versiegelt und verhindert, dass sie entkommt und der Spalt wächst. Um den Spalt im Zaum zu halten, muss sie festgespießt bleiben und für ihren ewigen Schlaf gebetet werden. Ja, vielleicht hat irgendjemand aufgehört zu beten, deswegen läuft die jetzt hier frei herum, die Irre. Das ist voll unheimlich. Dieses Bild ist major unheimlich. Major unheimlich. Ja, gut, dass da nur kleine Personen rein können und Ray nicht gerade die kleinste ist, scheinbar. Anscheinend kannst du hier nach draußen gehen. Willst du nach draußen gehen? Nein. Wir sind ja hier noch nicht fertig. Ich meine, das Spiel macht mich fertig. Unser Film ist auch fast fertig. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Noch lang nicht fertig. Zwei Axtschwinger müssen wir noch fotografieren. Kann man nur hoffen, dass wir genug Glück haben, das auch zu tun. Glück oder Erfolg. Huch, das war gerade komisch mit der Kamera. Da glänzt etwas. Kräutermedizin. Gott sei Dank gibt es die hier wenigstens immer mal wieder. Den Göttern sei Dank. Ja, wir können jetzt zwei Wege, glaube ich, gehen. Einmal können wir da durch auf jeden Fall. Durch die große Tür. Und einmal können wir jetzt speichern. Was ich jetzt, glaube ich, auch gleich mache. Mal gucken, ob es hier auch noch einen Gegner gibt. Ach, es flackert hier ein bisschen. Ja, könnte sein, dass es hier... Ach, wir können im Augenblick nicht speichern, weil hier ein Gegner rumlungert. Geräte zum Färben liegen da im Schrank. Kann ich jetzt speichern? Ihr seid nicht witzig, Leute. Ihr verwehrt mir das Speichern. Ich weiß gar nicht, ob ich hier durch konnte. Davor. Also ich gehe mal zurück und gucke, ob ich jetzt speichern kann. Ich möchte unbedingt speichern, bevor ich da irgendwo hingehe und mir irgendwas angucke. Ah, jetzt kann ich auf einmal speichern. Das ist doch komisch gewesen gerade. So, speichern. Dringendst, bitte. Dringendst. So, ja. Hier gibt es in dem Spiel natürlich auch mehrere Enden. Ich frage mich gerade, ob es dann so ist, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir Miku oder Kay retten. Oder, ja, weil wenn man in einer Dreierkonstellation ist, kann man sich das natürlich so aussuchen. Wenn wir uns wirklich entscheiden müssen, ich glaube, ich würde eher Miku retten. Oh, dieses Lied. Okay.
Ich mag nicht. Ich mag da nicht weiter durchgucken. Ich finde das doof. Boah, da geht hier so die Flatter. Uiuiuiuiuiui. Ich will gar nicht wissen, wie viel Liter Schweiß ich in solchen Momenten absonder, weil das ist so. Du bist total starr. Und kannst nur noch irgendwie. Keine Ahnung. Am liebsten würdest du einfach nur weglaufen und schreien dabei. Vor allem schreien. Aber ich bin ja ein relativ ruhiger Mensch. Deswegen lasse ich mich zu solchen Emotionen nicht hinreißen. Zu dieser Panik. So, zwei Leute. Oh, Mädel. Oh nein, jetzt ist es weg. Verdammt. Ja, ich glaube, ich muss. Grundkameraeinstellung muss die bleiben. Ist es das? Ja, ich weiß, ich komme hier nicht hin. Hier ist diese Glockenblume. Ach so, ich hab den Glockenblumenschlüssel. Von wo habe ich den? Warum habe ich den? Ich habe leider ihr jetzt auch nicht ganz zuhören können. Aber wo sind wir hier? Das ist ein neues Gebiet. Entschuldigung, hier hängen einige Regenmäntel und Schneeschuhe aus Stroh und andere Reiseutensilien an der Wand. Wo sind wir hier überhaupt? Nein, falsch. Stimmt. Das war, früher war Select immer Karte. Tatami-Dachboden sind wir. Schauen wir uns mal hier erstmal um, bevor wir da durchgehen. Dieser Räumlichkeit. Es brennt Licht am Schreibtisch, auf dem eine alte Schriftrolle ausgebreitet liegt. Anscheinend ist es eine Art Liste, auf der lauter Namen und Zahlen stehen. Ein Lithografiestein liegt als Beschwerer auf der Schriftrolle. Stein der Schl 3. Ein Lithografiestein Handteller groß mit drei reliefartigen horizontalen Linien, die wie das Zeichen für drei aussehen. Ich habe etwas für die Kamera Obscura gefunden. Du erhältst die verbesserte Linse Schmettern. Schmetterball! Bam! Mila Superstar. Können wir jetzt werden. Schmettern. Geisterpunkte 2. Schaden. Stufe Schaden steigt. Hiermit verursachen Sie mehr Schaden als normale Fotos. Benötigt 2 Geisterpunkte. Benutzen Sie die L1-Taste in der Standardeinstellung. Wenn Sie während des Fatal Frames drücken, wird der Geist nur langsam zurückgeschleudert. So wird es leichter, nach dem Fatal Frame ein Combo zu führen. Je höher Ihre Stufe, desto höher ist der Schaden bei Geistern. Sie während... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was es genau heißen soll. Also die Linse können wir so nicht wechseln, ne? Da müssen wir ins Menü rein, um die Linse zu wechseln. Ach, sieh mal an, wir haben ja schon ziemlich viele Fotopunkte. Steigmögliche Ladung, Übersteigerung, maximale Geisterkraftladung. Ja, könnten wir jetzt noch steigern. Empfindlichkeit. Ja, eigentlich möchte ich schon gerne die Empfindlichkeit steigern. Lässt du das in der Schublade? Typ 95 Film. Es befindet sich ein Tintenstein und ordentlich gestapeltes Papier in der Schublade. Ich begreife langsam die Persönlichkeit des Besitzers.
Aha, könntest du mir auch davon berichten, wie du sie begreifst? Im Schreibtisch liegt eine offene Schriftrolle. Sie ist so schmutzig, ich kann kaum lesen, was draufsteht. Und deswegen versucht sie es auch nicht weiter. Auf dem Regal liegen viele Schriftrollen. Ah, ich dachte schon, gerade wurde es mir nämlich zu ruhig. Okay, das ist oben. Ich will eigentlich wissen, was da drunter liegt. Wissen wir nicht. Waren wir noch nicht. Wir kommen aber dann wahrscheinlich durch die große Halle dahin. Ich guck mal erstmal oben weiter lang. Okay, bevor wir da jetzt lang gehen, besser stolzieren sogar, wollte ich hier nachgucken. Ob wir unten hier reinkommen überhaupt. Wenn nicht, dann was? Ist der Weg jetzt gerade ein bisschen umsonst, aber ich will es gerne erstmal herausfinden. Ja, wir können nur sehr langsam Leitern runterklettern. Und ich hoffe vielleicht, dass noch in irgendeiner Vase hier was drin ist. Beim letzten Mal war ja was da drin. Deswegen meine Hoffnung. Nicht ganz unbegründet. Da scheint nichts drin zu sein. Nein, warum? Da auch da ist nichts drin. Aber es war ein Versuch wert. Okay. Ja, dann verstehe ich auch, warum wir nach oben müssen. Okidoki. Ich find's gut, dass es in dem Spiel nicht noch so eine Option gibt, dass man zusätzlich Batterien sammeln muss. Das wäre echt fatal. Fatal Frame again. Ein Teil der Wand ist kaputt und ich kann in den nächsten Raum hineinsehen. Die andere Seite des Loches ist durch die Rückseite einer Truhe oder eines anderen Möbelstücks verstellt. Ich kann die Truhe nicht verschieben. Ich kann Stöhnen aus dem Raum auf der anderen Seite der Wand hören. Vielleicht geht es irgendwie anders. Ja, wir können auf jeden Fall runterspringen. Aber ich möchte das ehrlich gesagt nicht. Ah, Mann. So. Futonraum. Da gibt es sogar einen kleinen Balkon. Ja, ich drücke mich ein bisschen davor. Außerdem glänzt hier etwas. Typ 14 Film. Ja, sehr schön. Na, die Tür ist fest verschlossen. Naja, das sagt schon, wo wir hin müssen. Das machen wir nochmal kurz. Jetzt, wenn wir Typ 14 Film haben, nehmen wir den Mama. Ich finde es schade, dass wir die Linse nicht schnell durchwechseln können. Auf so einer Taste, auf einer Schultertaste. Das wäre echt praktisch, aber... Leider geht das nicht. Ja, da geht's runter ins Loch. Von hier aus kann ich den Raum unten sehen. Vielleicht wurde das hier extra so gebaut, dass man beobachten konnte, was unten geschah. Warum machst du solche Fotos, ey? Das ist echt unheimlich. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Hier haben die Zimmermänner geschlafen, oder was? Und nun? Wir können nicht runterspringen, ne? Wir können nur spähen. Thank you.
Boah, das ist so übel. Ach so, doch. Ihr folgt das nicht zufälligerweise auch nochmal hier? Nee, da muss Kai hin. Kai kann das. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Wir haben ja jetzt einen dieser Steine. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen scheiß Weg nochmal zurücklaufen. In der Hoffnung, dass uns nichts passiert. Ja, klar. Also wir werden, ich glaube, auf den Dachboden nochmal gehen müssen. Das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich glaube, ich darf auch nochmal zum Speichern, weil hier ist ja sowieso immer alles verschlossen. Das ist ein bisschen bescheuert. Aber was soll's. Okay. Ja, wir laufen hoch, speichern kurz. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Wir haben aber nur zwei Siegel gebrochen. Uns fehlen noch zwei weitere. Ich weiß aber nicht, wie wir sie kriegen. Ich hoffe, dass uns da dieser Dachbodenlauf dann etwas bringt. Wir werden es sehen. Beim nächsten Mal danke fürs Einschalten. Euer JMO hier am Zittern und Schwitzen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.